So, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfB Lübeck, 1. FC Magdeburg. 1:1 der Endstand, wie wir alle gesehen haben. Bei mir die Trainer, ganz links zu meiner Linken, Thomas Hossmann vom 1. FC Magdeburg und Rolf Landerl vom VfB Lübeck. Und ich würde dann bitten, Herrn Hossmann, sein Statement zum Spiel abzugeben. Hinten raus war schon verrückt. Also ich denke mal, müssen wir mit dem Punkt dann zufrieden sein, weil Morten Behrens uns den Elfmeter hält. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, glaube ich, und haben dann eben fragwürdigen Elfmeter. Wenn ich mir die Bilder jetzt angeguckt habe, ist es kein Foul, aber gehen wir mit 0-1 in Rückstand. Und dann waren wir, denke ich, schon präsent und haben dann auch verdient den Ausgleich gemacht und hatten noch die eine oder andere Möglichkeiten. Aber wir waren aus dem Ballgewinn erste Halbzeit nicht präzise genug im Umschalten, immer wieder nur flach dann gespielt, anstatt hinter die Kette zu kommen, was eigentlich unser Ziel war. Und haben das dann, denke ich mal, in der Pause nochmal auch besprochen. Und dann denkt man im Fußball, dass so eine gelb-rote Karte, die, denke ich, dann auch berechtigt war, uns in die Karten spielt. Ja, aber wir waren dann eben in Überzahl nicht präzise genug, haben viele kleine Abspielfehler gehabt, auch die Tiefe nicht gut belaufen. Und wie gesagt, hatten das eigentlich unter Kontrolle, aber wir waren nicht zwingend genug. Und ja, dann kam der Elfmeter. Und wie gesagt, Morten hält uns im Spiel, hat er den ersten schon gehalten und dann ist es halt nur dieses 1:1. Danke. Ja, danke Thomas Hossmann und dann Rolf, dein Statement bitte. Ich glaube, dass wir gut ins Spiel gefunden haben, haben eine Kopfballchance gehabt von Benjamina, die dann an die Stange geht, haben vieles von dem in der Beginnphase umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Gehen dann, ich muss ehrlich sagen, ich habe den ersten Elfmeter jetzt noch nicht gesehen. Ich habe mir den zweiten paar Mal jetzt angeschaut. Gehen dann in Führung. Schiedsrichter entscheidet so zu den Elfmetersituationen. Und generell muss ich sagen, dass wir diese Saison schon die eine oder andere sehr fragwürdige gegen uns hatten und dann halt mal für uns diese Entscheidungen hatten. Gehen dann, glaube ich, verdient in Führung. Und was sich dann in der zweiten Halbzeit entwickelt, ist ein ja, würde ich fast als Abnutzungskampf betiteln, weil bei uns war es dann so, dass wir durch die gelb-rote Karte wirklich bedacht darauf waren, diesen Punkt zu sichern mit einem Steinwind da vorne, mit dem man vielleicht noch den einen oder anderen Konter fahren kann. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Und ja, so wie mein Kollege schon sagt, am Schluss verrückter geht es gar nicht. Wird Tommy Gruppe dann im Strafraum umgerissen und ja, der Herr Behrens hält den fantastisch, muss man sagen. Und aber was für mich dann auch so ein Zeichen für diese Truppe ist derzeit, waren speziell die letzten 25 Minuten, wie sie sich reingehauen haben, wie sie sich gegenseitig gepusht haben, um dieses Ergebnis zu erzielen, auf, glaube ich, wieder ein schwierigen Geläuf heute und vor allem nochmal in der letzten Sekunde dann die Umschaltsituation, wo Florid dann nochmal, ich glaube, gegen Obermeier erklärt, der, wenn er sich da durchsetzt, allein aufs Tor läuft, so gesehen. Ja, was für die Moral war es sicher eine super Geschichte, super Punkt, auch wenn es dann natürlich wehtut, am Schluss die 3 Punkte nicht einzufahren, wenn man dann am Schluss so eine Möglichkeit bekommt. Danke. Danke, Rolf. Dann würde ich jetzt um Fragen bitten. Ich sehe schon die Hand von Roland Karl, HL Sports. Bitte. Ja, wollen wir einmal, Rolf weist gerade zu Recht darauf hin, erstmal die Fragen an den Gästetrainer bitte abwickeln. Also einmal kurz nochmal. Wir haben Zeit? Okay, ja, dann machen wir es doch nochmal. Alles gut. Dann Roland, bitte jetzt deine Frage. Ja, die erste Frage geht auch schon an Herrn Hossmann. Und zwar, Morten Behrens mit Lübecker Vergangenheit, in Segeberg geboren. Haben Sie jetzt noch mal kurz nach dem Spiel mit ihm gesprochen oder was haben Sie ihm vor dem Spiel gesagt? Was Sie vor dem Spiel zu ihm gesagt haben, als Lübecker Junge sozusagen, zu Morten Behrens und ob Sie jetzt nach dem Spiel schon mit ihm gesprochen haben? Nach dem Spiel habe ich mich bedankt.
weil er wieder, denke ich mal, eine gute Leistung gezeigt hat. Und vorm Spiel macht unser Torwarttrainer immer viele Dinge, was gerade Elfmeter betrifft. Zeigt ihm die möglichen Schützen. Und ich denke mal, da hat er wieder gute Arbeit geleistet heute, Matthias Tischer. Vielen Dank, Herrn Hausmann. Rolf, die Frage an dich, wenn ich gleich weitermachen darf, ist es okay? Ja. Was ist mit Mirko Boland? Und wie fühlt man sich denn so nach zwei verschossenen Elfmetern, am Ende aber dann in Unterzahl doch den Punkt eben zu holen? Und was hat Deichi gesagt nach dem Spiel, oder hast du noch nicht mit ihm gesprochen? Ja, drei Fragen von dir. Erstens mal, Bole, müssen wir abwarten, ob es vom Ischias-Nerv, der eingeklemmt ist oder der eingeklemmt war, ob das da ausstrahlt in den hinteren, hinteren Oberschenkel oder ob es dann ein kleiner Muskelfaser ist, das müssen die ersten Untersuchungen jetzt erst ergeben. Ja, für mich hat es sich gut angefühlt, klar, ich bin auf freiem Fuß, wenn man so sagen kann. War schön wieder mit den Jungs, nicht am Feld zu stehen, aber coachen zu können und aktiv dabei zu sein. Und ja, bei Yannick Gelb-Rot, ich glaube, dass das, man kann es geben, muss es nicht geben. Ich glaube, dass er im letzten Moment den Fuß nicht zurück, noch zurückzieht. Er geht ja nicht mit offener Sohle oder vorsätzlich hin. Ja, kann man nichts machen. Natürlich ist er enttäuscht darüber, dass er da jetzt Gelb-Rot gesehen hat und uns somit am Dienstag nicht zur Verfügung steht. Okay, dann bin ich erstmal durch. Danke. Ja, danke, Roland. Weitere Fragen aus der Runde? Ich sehe im Moment keine weiteren virtuellen Hände. Doch jetzt von Björn Glock, Bild-Zeitung, bitte. Ja, Frage geht an Rolf. Erstmal willkommen zurück. Und die Frage ist, du hast direkt nach dem Spiel mit Flo Riegel gesprochen und hast ihm auch mal direkt aufgezeigt, dass er eigentlich euch dann mit der letzten Aktion auch gerettet hat. Oder zumindest den Punkt. Das war, glaube ich, nochmal nicht. Ja, du, so ist der Fußball. Ne? Also es ist ja, du hast keine Zeit lang Trübsal zu blasen oder traurig zu sein, weil im nächsten Moment ist Ecke und wieder ein Umschaltmoment. Das heißt, wenn du da lange in so einer Trauerphase verharrst und haderst, dann versäumst du genau wahrscheinlich diese Situation. Und er hat dann weiterhin seine Aufgaben erfüllt, seinen Job erledigt. Und darauf habe ich nochmal hingewiesen. Ne? Und ich habe auch darauf hingewiesen, klar, gewinnen zusammen und spielen auch zusammen unentschieden, wie es dann zustande kommt. Aber das ist Mannschaftssport und das erreichst du alles zusammen. Ja, sah so ein bisschen aus, als wolltest du ihm sagen, du, klar, hast du den vorne nicht reingekriegt, aber da hast du uns dann nochmal letztendlich ganz wichtig geholfen. Ja, klar, und darum geht's. Bei der Sache zu bleiben bis zum Schluss, diese emotionale, sag ich mal, Ausgeglichenheit, Balance beizubehalten und seine Jobs zu erledigen. Weitere Fragen? Roland war nochmal? Eigentlich nicht, nein. Vielleicht wie jetzt der Fahrplan des Teams. Von ihm. Ansonsten, Volker, Stefan, Bodo, keine weiteren Fragen? Ja, dann würde ich den ersten Teil der Pressekonferenz hier schon beenden. Wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und viel Erfolg in den nächsten Wochen. Schöne Weihnachtszeit. Und wir kommen dann gleich nochmal wieder.